Brutto. Nee, halt, den haben wir doch schon. Sein, Piccolo, ich will, dass ihr euch nach Mexiko begebt. Arriba, arriba, andale! Dort soll sich ein Bewohner der Jump-Welten herumtreiben. Und bitte beeilt euch, bevor die Venoms sie finden. Verstanden, Zane. Bist du bereit? Immer. Was soll ich auch sonst tun? Ich bin ja nicht gerade so der gesprächige Typ. Oh, cool! Wo bin ich? Danke, dass du mir Gesellschaft leistest. Sieht irgendwie lustig aus, der Yugi. Wer bist du? Mein Name ist Dio. Du solltest dich geehrt fühlen, dass du mir aufgefallen bist. Was soll das hier werden? Würdest du mir bitte deine wahre Stärke zeigen? Warum? Was hast du vor? Nichts, wovor du Angst haben müsstest. Ich möchte dich nur jemanden vorstellen, dem Mann, der die Venoms kontrolliert. Er ist derjenige, der dich in diese Welt gerufen hat. Du Elend! Vorsicht, ich kann das Ki der Venom spüren. Verdammt, wir sind zu spät, Zane. Oh. Aber warum ist denn eigentlich der Dio nicht so mit diesem umbrass-schwarzen Zeugs da irgendwie ummantelt? Das ist ein bisschen komisch. Hui! Und tschüss, Yugi! Aua! Seit wann kann Yugi fliegen? Alter! 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 Na, da! Ich zeig dir gleich mal das Herz der Karten! Bam! Bam! Nein! Ernsthaft? Nein! Was war mit meinem Kamehameha? Mann, Kacke da. Oh, blöde. So behindert. Mann. Als ob ein Kamehameha nicht live war, einfach in 10.000 Teile pusten würde. In die Fresse. Und Sandtsunami. Und weg mit dir. Bam, bam. Oh nein. Deckung. Oh, come on. Ja, Mann, und jetzt, come on.
Dann mache ich es halt so. Wusch. So, wo sind denn die Karten jetzt? Ich reiß dir das Herz der Karten aus dem Leib, ich sag's dir. Mann. Zane, schnapp dir den Kubus. Umbras Kubus wird geborgen. Uff, was zum... Wo bin ich? Geht es dir gut? Du wurdest von einem schwarzen Kubus kontrolliert. Kontrolliert? Jetzt verstehe ich. Ups. So viel dazu. Und das ist das neueste Mitglied von Team Alpha. Yeah, Yugi ist bei mir im Team. Jackpot. Yugi Muto, schön deine Bekanntschaft zu machen. Dio hat mir etwas gesagt. Ich sei nur hier, weil der Herr der Venoms mich gerufen habe. Wenn er denkt, dass er mich wie eine Schachfigur behandeln kann, dann irrt er sich gewaltig. Immerhin bin ich der König der Spiele. So gar nicht in Charakter. So. Heldenanwärter. Keine Ahnung, wer es sein könnte. Schauen wir doch mal. Seh dir das hier mal an. Oh. Er sieht aus wie ein Superheld. Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand in so einem Anzug rumlaufen würde. An Izuku Midoriya ist mehr dran, als man im ersten Moment denkt. Er wurde höchstpersönlich vom großen Helden dieser Welt auserwählt und er trainiert an der hochrangigsten Heldenakademie. Also, warum sollte jemand wie er hier Unruhe stiften? Servus, Arthur. Das bedeutet, dass die Venoms ihren Einflussbereich vergrößern. Nun ja, aber... Wenn wir Izuku Midoriya retten könnten, wäre er ein mächtiger Verbündeter für die J-Force. Okay, dann los. Ich darf dich herzlich begrüßen, Arthur Metzech. Izuku. Puh, ich werde es schaffen. Ich werde nicht aufgeben. Ich darf All Might nicht enttäuschen. Das arme Kind sieht so traurig aus. Verdammt. Wenn du dir das zu viel ist, dann gib auf. Lass nicht zu, dass der Kubus dich kontrolliert. Du bist ein Held. Glaub mir, ich weiß, wie schwer es ist, deinen Anforderungen anderer zu entsprechen. Wir müssen ihn retten. Na dann, erstmal fort, voll auf die Fresse. Ja. Voll auf die Fresse. Dich, was? Und tschüss, Izuku. Bam! Und los geht's. Wow, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Und los geht's. Spielen wir ein bisschen Beyblade. Nein.
Begrab man dich mal kurz. Oh. Das war doch mal eine schöne Kombo. Hätte ich nicht erwartet, dass das funktioniert. Muss auch ehrlich gestehen, ich wollte eigentlich den Sinnesphönix machen, aber irgendwie Xbox-Controller ist noch nicht so meins. Ja, Beyblade. Let's Beyblade. Let's Beyblade. Das war echt, die erste Staffel war noch ganz geil von Beyblade. Zane, tu es. Umbras Kubus wird geborgen. Keine Sorge, du bist jetzt in Sicherheit. Boah, wir haben echt früher so viel Beyblade gespielt, egal ob es in der Schule war oder sonst irgendwo. Immer sind diese Kreise rumgeflogen. Gut gemacht, ihr alle. Willkommen bei der Jump Force, Izuku Midoriya. Wir möchten, dass du an unserer Seite kämpfst und uns dabei hilfst, die Welt vor den Venoms zu retten. Ich habe kein Recht, ein Held zu sein. Ja, Emo. Ich möchte Leuten helfen, die in der Klemme stecken, und ich darf mich nicht vor meinen Gegnern verstecken. Aber diese Gefühle hat der schwarze Kubus benutzt, um mich zu kontrollieren. Keiner hier macht dir deswegen Vorwürfe. Vielleicht nicht, aber ich tue es. Ich war einfach zu schwach. Ich kann nachvollziehen, was du über das Heldendasein denkst. Aber ist dein Traum so fragil, dass er durch eine einzige Niederlage vernichtet werden kann? Nein, mein Traum bleibt bestehen. Ich möchte in die Fußstapfen von All Might treten und der größte Held aller Zeiten werden. Das klingt schon viel besser. Vergiss es nicht und alles wird gut. Danke. Ja, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Wir hatten auch damals ein riesiges Beyblade-Turnier organisiert bei uns im Dorf. Da sind sogar echt verhältnismäßig viele Leute von sehr weit her gereist. Also für unsere Verhältnisse als kleine Kinder damals. Ja, und extra für dieses Turnier haben wir so ein paar kleine Bescheißereien gemacht. Ein seltsamer kleiner Rabaukiwi, erzähl mir mehr. Sieh dir mal diese Aufzeichnung hier an. Siehst du den jungen Mann mit den großen schwarzen Schwertern? Er scheint unter der Kontrolle der Kuben zu stehen und dennoch. Er kämpft nicht an der Seite der Venoms, er feilt lediglich an seinen Schwertfähigkeiten. Und er droht allen, die ihn belästigen, sogar den Venoms. Also willst du, nehme ich an, dass ich selbst herausfinde, was es mit dem Kind auf sich hat. Ja, genau. Verstanden, Zane, wir brechen auf. Ja, auf jeden Fall, wir hatten da so kleine Tricks, dann, dass wir die Metallscheiben, die Gewichtsscheiben so leicht geschliffen haben, dass wir zum Beispiel zwei drauf machen konnten, damit der Blade einfach schwerer wird und dadurch mehr Wucht hatte. Ich frage mich, was ihn antreibt. Nun, wir werden es bald wissen. Und von einem Kumpel von mir, der Vater, der war irgendwie hier so ein Metaller, wie auch immer, und hat uns einen kompletten Blade einfach nur aus Metall gefräst. Das war noch vor dieser Metal Beyblade-Reihe. Tschüss. Alter! Wir kämpfen mal Schwert gegen Schwert. Na komm. Oh nein. So, jetzt geht's los. Zara!
Na komm schon. Oh, 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 jetzt wird's lustig. Alter! Komm schon! Nein, der hat abgewehrt. Fuck! Naja, auf jeden Fall hatten wir halt so einen Mega Blade, der halt voll aus Metall war, und den haben wir dann im letzten Kampf im Finale reingeschmissen. Und ja, blöde an der Sache war, der hat einfach mal die komplette Plastikarena zerfetzt. Ja, dadurch sind wir disqualifiziert worden und haben halt verkackt. Komm vor. Und weg mit dir! Oh oh, abwehren, abwehren, abwehren. Nein. Und komm schon, Lichtgranate. Oh nein! Wie will ich leben? Hure! Mann! Gibt's doch nicht. Und fucking fassbar. Bam! Ja! Oh nein, das war zu lang. Oh nein, 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 oh nein. Jedes Mal, du kleiner Mongo. Komm schon. Du
Komm schon. Ja, Mann, ja, Mann, zack! Oh, abwehren! Nein, zu früh los! Oh, Mann. Es wird so wie beim letzten Gegner. Irgendwie habe ich den Bogen noch nicht so hundertprozentig raus. Irgendwas fehlt mir noch. Yeah, Mann! Das war jetzt eine schöne Attacke. Oh, abwehren. Gibt's doch nichts. Wieso kann der denn anhauen, ohne dass... So, komm schon, das muss jetzt aber treffen. Nein! So knapp. Und das war's. Oh Mann. Ja, ich muss irgendwie lernen, wie ich auch die Defensive von denen so richtig durchbreche. Und vielleicht noch von den Spezialfähigkeiten, die Ranges. Also wie weit die geht und sowas. Ich hau die immer auf gut Glück raus und hoffe, dass er trifft. Ja, das ist halt immer nervig. Die blocken halt immer bis zum geht nicht mehr. So. Blocken halt auch sofort immer wieder. Ja, als ob das jetzt nicht getroffen hat, der Grab. Ist klar. Alter. Jetzt funktionieren nicht mehr die Grabs oder was? Ich. Oh oh, abwehren. Ein schnell Gegenangriff. Ja, aber natürlich blockt ihn wieder. Der blockt halt sofort und ich kann nicht mal mehr grappen und kann gar nichts. Guck mal. Jetzt halt. Mann. Komm schon. In die kleine Fresse von dem Hackepeter. Magatero.
Blocken, blocken, blocken. Hä? Was? Ja, Mann, das war's, glaube ich. Ja. Alter, der hat mich getroffen, weil ich den Charakter auf einmal gewechselt hatte. Wie auch immer. Boah, Mann. Oh, ich muss so heftig aufs Klo. Unglaublich. Jetzt, du es sehen. Umbras Kubus wird geborgen. Also manche Kämpfe sind echt mongohaft drin. Puh, endlich kann ich mich wieder bewegen. Danke. Also, wer bist du überhaupt? Das ist Zane. Wir reden über alles, wenn wir in der Basis sind. Naja, Zane redet mal über gar nichts. Der spricht nämlich nicht. Immer diese Hauptcharaktere, die einfach kein Wort rausbringen. Mein Körper wurde also von einem schwarzen Kubus übernommen. Aber mein Geist war noch immer so scharf wie ein Messer. Nur dein Körper wurde kontrolliert, wie? Höchst ungewöhnlich. Asta, hast du eine Ahnung, wie das passieren konnte? Nun, ich wurde ohne magische Kräfte geboren. Vielleicht hat dem schwarzen Kubus das nicht gepasst. Ich verstehe. Ich glaube zwar nicht, dass sich die Kuben für Magie interessieren, aber... Was ist los? Dieser Typ war stark genug durchzuhalten, während sein Körper besessen war, richtig? Mehr müssen wir nicht wissen. So ist es. Wir brauchen Helden mit eisernen Willen. Das heißt, ich darf mich euch anschließen? Natürlich, Asta. Die Jump Force würde sich geehrt fühlen. Großartig, dann bin ich dabei.